Meine Freunde, willkommen zu diesem wunderbaren Livestream. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Hallo, hi. Wie geht's? Alles es fit? Ist wieder Zeit für Craft Attack. Willkommen. Und ich, Kevin, habe gerade mit dem Herrn Early Morning mal gesprochen. Was geht hier ab? Nein. Ach komm, tu nicht so, du weißt doch schon, wer das war. Du hast doch schon wieder die Logs gesehen. Nein, Junge, halt doch deine. Halt doch dein Maul, Alter. Warum? Wer war das? Was denn? Och, was Junge, denn? Nee, komm, jetzt hör doch mal auf. Was ist denn? Halt's Maul, als ob du nicht wüsstest, was ist. Du wohnst direkt neben mir, Junge. Och, Mann, Bruder. Ich hab nur gesehen, dass du dir anscheinend in irgendeiner deiner Folgen sehr viel Weizen angepflanzt hast. Ja, wahrscheinlich war ich das selber. Wahrscheinlich habe ich Weizen in meinem eigenen Tor angepflanzt, oder was? Ja, ich hab gedacht, du hast das angepflanzt, weil ich könnte ja sein. Oh, Junge, Alter. Aus welchem Grund denn? Ja, du hast dich auch wegen der Kühe beschwert, oder nicht? Ich hab mich... Kevin, bist du das gewesen? Ja, du hast die Fettsack GmbH beauftragt. Was hab ich? Ich hab die Fettsack GmbH nicht beauftragt, du Wichser. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Doch, du hast sie beauftragt. Du hast letzte Mal, wo wir da waren, hast du gesagt, wegen den Kühen, dass sie immer geschlachtet werden, dass sich das stört. Und dann hat ja, aber das ist doch kein Auftrag, Alter. Du kannst doch nicht einfach über Weizen anpflanzen. Junge, guck dir das mal an hier. Das ist ein direkter Auftrag für die Fettsack GmbH. Oh Mann, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal neu ziehen. Och, Kevin. Die Fettsack GmbH, die kann nicht wegsehen, wenn jemand verhungert. Und die Kevin. Muss dann halt einfach dafür sorgen, dass genug Essen ist. Kevin, das ist unnötig. Das jetzt hättest du dir sparen können. Kevin, sag ihm mal noch, der muss dafür bezahlen. Ja, musst du auch. Halt's Maul. Ich hab den Leiharbeiter Wassi auch noch eingestellt dafür extra. Kevin, ich bezahle dafür einen Scheiß. Ich hab dir niemals einen Auftrag dafür gegeben, du Hund. Ich hab dir sogar das Freundschaftsbonusprogramm gegeben. Ich will gar keinen Bonus. Hallo, Kevin, ich sag jetzt eine Sache. Ich will dafür gar kein Bonusprogramm haben. Ich mach das jetzt erst... Komm mal hier runter, mach du das mal lieber weg. Normalerweise berechnen wir pro Weizen eigentlich einen Diamant, aber wir haben gesagt, wir machen bei dir eine Ausnahme. Freundschaftsbonusprogramm pro zwei Weizen ein Diamant. Halt's also kommst Maul. Du jetzt nur auf 400 Diamanten bezahlen. Bitte musst. Was? Ein Scheiß zahle ich dir 400 Diamanten dafür. Junge, weißt du, wie lange ich 400 Diamanten farmen muss, Alter? Das ist doch ein fairer Preis. Und ich krieg 32 davon, Alter. Du kriegst einen Scheiß, kriegst du. Ihr kriegt gar nichts von mir, ihr Affen, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Also, wenn man Aufträge gibt, ne, dann sollte man auch... Ich hab das nicht beauftragt. Das ist ja genauso, wie wenn ich sage, die Schweine, denen geht's nicht gut und du kommst auf die Idee, überall Schweine hinzusetzen. Das ist doch scheiße, Alter. Achso, willst du jetzt noch Karotten überall haben? Ich will gar nicht. Ich will meine... Kevin, nein, stopp. Ich will meine... gerade ein Befehl für Karottenpflanzen. Nein! Hört auf! Hört, ich möchte keine Karotten an meinem Grund! Ihr Behinderten! Pass mal auf! Wo soll denn die Karotten hinkommen? Nirgendwo! Ich möchte keine Karotten irgendwo hin haben! Aber du hast doch gerade gesagt, den Schweinen geht's nicht gut. Das ist mir... Kevin, hört's mal auf, okay? Wir haben die Arbeit zuverlässig erledigt, wie sie gefordert wurde. Nein, sie wurde nicht gefordert! Das ist das Problem! Du hast es einfach gemacht! Das ist irgendwie blöd. So, Kevin, jetzt erstmal hier, ne? Hier sind auch noch die Diamantenstiefel, die in Auftrag gegeben wurden. Die wurden nicht in Auftrag... Oh. Ja. Da sage ich jetzt natürlich nicht nein. Mending kannst du auch traden, ne? Inzwischen bei uns. Wir haben einen Mending-Trader. Der jetzt? Ist besser als Sparkseiner, ja? Wir ja. Wurden sogar gehatet dafür von Sparkseiner-Community. Weil wir einen besseren Trader haben und damit Sparkseiner Geschäft gerade kaputt machen. Das ist mein Problem. Ja, danke dafür, Alter. Ach, ja, okay. Dann traden wir das ganz kurz, Basti, mal, oder? Komm. Ja, dann komm runter zum Shop. Cuddles Haus ist ja fast weg. Oh. Es ist weg. Da ist nur noch seine hässliche Insel. Geil. Alter. Oh Gott, ich bin hier irgendwo... Hier ja, gibt's hier ja voll, hier ist voll viele Iron Golems, guck mal. Ja, die Thomas, hast du schon gesehen? Wir haben eine neue Waffe. Was ist das? Ein Dreizack. Hä? Halt's Maul, ist das ein Mod? Nein, das gibt's in der 1.13. Was ist das? Was kann man damit machen? Wow, hier kommen Phantome. Aua! Dreizacke, sind die stark? Nein, du kannst sie werfen. Als ob, darf ich mal? Ja, aber nur ein einziges Mal bitte, weil wir müssen erst Mending noch drauf machen. Die sind mega selten. Alter, wenn du... Sind die so stark? Ja, der macht, ja, wenn du Harpune mal drauf machst, macht der 9 Schaden. Lol. Okay, der hat jetzt keinen Schaden gemacht, aber... Hä, den Erfolg will ich auch, darf ich kurz? Hey, wie kann man den aufheben? Hier, ach, kann den nur aufheben, wer den geworfen hat? Ich glaube schon, ja. Warte mal, ich will mal testen. Ja, kann den keiner aufnehmen. Wie geil. Das ist gut gemacht. Hier, warte mal, dann kannst du auch noch einmal werfen. Wie findest du denn hier diesen Marktplatz? Ist ja so gut sehr gebaut. Sehr schön, finde ich nice, ja. Ja, wir haben uns richtig Mühe gegeben. Gestern ist ich bei Early Boy ein bisschen eskaliert, warte. Revi, ne? Was hast du mitgekriegt? Nee. Oh, Junge, bei dem ist gestern richtig ausgeartet. Hat ich glaube, wärst du gestern da gewesen, Junge. Revi, hast du dich denn auch schon für die Hightail-Beta angemeldet? Nee, noch nicht. Solltest du machen. Der Andrang ist sehr groß, glaube ich. Das Video hat in 5 Tagen 10 Millionen Aufrufe gehabt. Echt jetzt? Ja, das geht übertrieben ab, das Spiel, also der Trailer. Leute, wir widmen uns heute folgendem Projekt. OP-Rüstung auf jeden Fall in Stücken. Und momentan gibt es ja auch keine Kampfhandlung, weil Simon in Madeira ist. Also ist schon mal ganz gut. Wir haben einen Deal. Ich spreng Early Boys Haus für komplettes OP-Equipment. Ist es hässlich oder nicht? Ich weiß nicht. Du musst sie angucken. Nicht, wenn der Junge sich jetzt mal richtig Mühe gegeben hat, das Haus wirklich schön aussieht dieses Mal. Dann tut es mir echt leid. Ach, vorbei. Scheiß drauf, ist nur Early Boy.
Okay, ich habe eine Idee, wie ich es mache. Also ich mache dir jetzt einfach nur die Rüstung und dann musst du dir selbst überlegen, wie du das anstellst mit dem Sprengen und allem. Okay. Dann verlässt Early Boy Craft. Nein, das wird er schon nicht. So. Alter, das machst du nicht. Ja, Leute, da haben wir wohl den Deal gemacht, oder? Also ich glaube, Also ich sag mal so, die Hälfte muss auf jeden Fall weggesprengt sein. Boah, wie groß ist das Haus? Aber ich will noch mal dazu sagen, ich habe damit nichts zu tun, falls Early Boys Spitzel... Okay. Hey, komm her, Revi. Okay, ich bin gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach dir das. Oh mein Gott, Bruder. Junge, Junge, Junge. Bist du bereit? Doch, um dein Schwert kümmere ich mich jetzt auch noch. Unglaublicher Ehren, Kevin. Leute, ein riesiges Ehrenmann bei Kevin in den... bitte einmal in den Chat hier, Leute. Okay, Leute, können wir die umbenennen, die Sachen? Kannst du, ja. Leute, komplette Hypebeast-Klamotten hier. Was ist los? So, Leute, also, wir tragen hier Boost 350 Supreme Box Logo Hoodie und eine Ugly S D-Squared Cap. Für die Hose hat es leider nicht mehr gereicht zum Umbenennen. Kevin, neue Ladung, Brudis kommt. Sehr schön. Immer schön weiter so machen. Ich bin jetzt gleich Level 40. Ich mache immer so, dass ich direkt 5 Sachen verzaubern kann. Überhaupt nicht, okay, genau. Ey, Early Boy, entspann dich jetzt mal bitte, ja, ganz kurz. Ich komme jetzt mal vorbei und schau mir das mal an. Kevin, du bist der allergrößte Ehemann. Moin! Okay, Leute, ich würde sagen, mit der Ugly S D-Squared Cap, dem Supreme Box Logo Hoodie, der Ugly S Rip D-Squared Jeans und den Yeezy Boost 350 V2 können wir doch dann direkt mal schauen, wie es da hinten aussieht. Kevin, wir müssen das Bodengutachten machen. Komm, los geht's. Ja, es gibt nämlich das eine oder andere. Hast du Fackel? Ja, hab ich. Was wir uns anschauen müssen tatsächlich. Lieber, ich komme jetzt mal ganz kurz da angucken. Es gibt da wohl mehrere Beschwerden tatsächlich über Gestank aus dem Boden von dir. So, warte mal, wir kommen jetzt. Wir schauen uns das mal ganz kurz. Ja, das könnte. Ganz cool, ganz kurz, das könnten gefährliche Schwefelablagerungen im Boden sein. Ich schau mir das jetzt mal sofort an. Bin sofort da. So. Alter, Early gibt's ja richtig Mühe. Ey, das sieht echt gut aus. Ey, nicht schlecht, Early. So. Nee, nicht Early gibt sich Mühe, die Community hat sich Mühe gegeben. Muss man da sagen, an der Stelle. Ja, nur schade, dass es weichen muss. Du weichst gleich. Ne, ich wohne unten im Keller. Oh nein, ich muss ja auch umziehen, scheiße. Ah, hier sind nämlich schon die ersten Kohleflöze, die ich hier erkennen kann. Ja, ey, hier riecht sich noch Early Boy. So, ich bin jetzt hier vorne. Ist das hier richtig, das Haus? Ist es das hier? Das Weiße? Ey, guck mal, ich hab hier eine Tür gemacht. Ja, das ist Early Boy sein Haus. Ah, sehr schön. So. So, guten Tag, Early Boy, hallo. Guten Tag. So, ich bin von der Braunkohlegesellschaft für braunkohlefördernde alleinerziehende Mütter. Ich müsste mir ganz kurz mal ihren Kellerbereich ein wenig ansehen, Nein! wenn ich dürfte. Aha. Wir sind beauftragt worden hier. Aber da wir jetzt irgendwie. Ja, wir müssen hier die eine oder andere Untersuchung mal machen. Schauen wir mal ganz kurz hier. Da wird's sicherlich. Baby, guck, ja. Hier wohnen wir. Ja, wir haben uns hier mal eingenistet. Hier ist mein Zimmer. Schön. Ja. Einmal bitte mit hochkommen. Es scheint Early Boy, so. Darf ich mich hier einrichten? Ja, Early Boy, es ist wirklich offensichtlich. Wir haben hier ein kleines Problem, Early Boy. Wir haben hier ein Problem, Early Boy. Wir haben hier ein Problem. Early Boy, könnte ich bitte mal ganz kurz den Grundbuchauszug sehen? Ja, Moment. Grundbuch, Alter, hör auf, so. Alter. Hauptbuch, Grundbuch. Lass uns mal gucken hier. Was? Das ist nicht euer fucking Erz. Was denn? Das ist nicht euer fucking Erz. Moment mal. Verpisst euch. Oh ja, jetzt habt ihr Spaß. Gut, ich bin dann mal in meinem Keller. Hau da rein. Tschüss, Leute. Bye, have a great time. Bye, Kevin, hinter dir! Oh Gott, scheiße. Alter! Kevin! Das habt ihr fucking verdient und ich hoffe, ihr verreckt daran. Raus aus meinem Haus, geht raus, ihr könnt da sterben da draußen. Hey, ganz ruhig. Raus aus deinem Haus, Basti. Raus aus deinem Haus, mach, dass du rauskommst. Ey, das ist nicht euer fucking Ernst! Ey, diese scheiß Phantome sind hier überall, Alter. Basti, rauf! Was? Das ist euer fucking Ernst! Was war das? Was war das? Was ist in die Luft geflogen? Was? Alter. War das? Hilfe! Basti, Hilfe! Er verfolgt mich! Hier ist die Hilfe! Basti! Wo seid ihr? Hallo! Early Cuddle hat nichts gemacht! Er hat es gesprengt! Ich hab's doch gesehen! Ich dachte, du hast nichts gesehen! Ach so, deswegen hast du keinen Bombenkeller, als explodiert ist! Konnte kein anderer zünden in der Zeit! Wo seid ihr denn? Ihr habt euch nicht gelassen! Early Boy, wie gesagt, wir haben hier ein Problem mit Urananreicherungen im Boden. Wir müssen die vorsichtig abtragen. Early Boy, es gibt wirklich. Okay, jetzt reicht's mir! Mir reicht es langsam! Jeden Mal die Scheiße!
Ja, was sprengt für mein Keller? Warum könnt ihr auch nicht beide verpissen? Basti, genauso! Ich war das doch gar nicht! Basti, vorsichtig! Basti, vorsichtig bitte hier oben, ja? Warum? Vorsichtig, Basti! Warum? Vorsichtig hier oben! Vorsichtig, Basti, bitte, ja? Was komm her. Nur, dass du bitte weißt, dass du vorsichtig bist, ja? Vorsichtig. Vorsichtig, Basti, vorsichtig. Warum denn? Basti! Basti, sei doch vorsichtig! Basti, sei doch vorsichtig! Ach, Basti, Mann! Das ist nicht euer verfickter fucking Ernst. Verpiss euch von meinem Grundstück! Hey, stopp! Jeder hallo! Ich bin vom Grundbuchamt! Ich bin vom Grundbuchamt! Bescheidigkeit! Ich hab euch hier nicht reingelassen! Bitte! Verpiss euch von meinem Grundstück! Beruhigen Sie sich, bitte! Ich muss ganz kurz mal Ihren Grundbuchauszug. Jetzt gibt's gar nichts mehr mit dem Grundbuch! Den Grundbuchauszug bitte einmal, sonst rufe ich die Polizei. Ich mach hier gar nichts mehr! Können wir am Arsch lecken! So. Das haben Sie jetzt davon! Gesagt? Das haben Sie jetzt davon! Ich müsste einmal hallo, ganz. Meine Kiste. Ich schaue nur, ob hier der Grundbuchauszug drin ist! Nein, ist er nicht! Der hab ich in meiner Ender-Chest! Guten Tag, ich komme von der Fettsack GmbH. Wir haben gehört, hier gibt's Baumaßnahmen, die getroffen werden müssen. Brauchen absolut. Hilfe. Ja. Es gibt die eine oder andere Maßnahme, die direkt ange. Early Boy, es gibt Altlasten hier, sehe ich gerade im Grundbuch, die hier eingetragen sind. Da müssen wir was tun, Early Boy. Early Boy, da brauchen wir eine Spezialfirma. Da brauchen wir eine Spezialfirma, Early Boy. Kaddel, bitte nicht. Kaddel, komm. Kaddel. Nein, ihr habt mich getötet! Kaddel, sei bitte einfach nur vorsichtig, okay? Ja, okay. Kaddel, Vorsicht! Ach Mann, du sollst doch vorsichtig sein, Kaddel! Ey, ganz ehrlich, Kaddel. Ey, ich war das nicht. Sei doch mal vorsichtig. Das war Revi. Hallo. Kaddel. Boah, Kaddel, hör doch mal auf, Mann. Kaddel. Ja, moin. Das ist wirklich unnötig, Kaddel. Ganz ehrlich. Das ist wirklich unnötig. Du musst einfach mal ein bisschen vorsichtiger sein. Early Boy. Okay, Early Boy, du hast es geschafft. Early Boy, ich kann jetzt die Grundbuchumtragung machen. Die Altlasten sind abgetragen. Kaddel, jetzt verpiss dich vor meinem Grundstück. Das töte ich dich gleich und behalte deine Sachen ein. Oder verbrenne ich die. Ist mir dann egal. Verpiss dich jetzt. Ey? Und ich geh jetzt weg von deinem Grundstück. Das sieht so richtig nach so warm aus. Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht. Ja, Leute, langsam, ich keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock nochmal von vorne diese ganze Scheiß-Squad zu fahren. Ah, ich sehe gerade alle Blöcke, die mit Uran belastet gewesen sind. Mhm. Die sind entfernt. Ja, die sind abgetragen worden. Early Boy! Es hat geklappt, es hat geklappt. Das Grundstück ist nun sicher. Wir können jetzt hier alles wieder aufbauen. Wir können wieder alles hier aufbauen. Early Boy, sollen wir den Keller unten nochmal ein bisschen vergrößern? Nee. Sicher? Ist schon viel zu groß. Kaddel, komm mal kurz mit. Vorsichtig bitte. Ja, super. Ich sag vorsichtig, der schießt drauf. Na, ganz toll, Kaddel. Tolle Leistung, wirklich. Naja. Ich war es nicht. Aber ich mich schon wieder zu verfolgen. Hier ist jetzt immer ein Early Boy. Hier, stell dir mal vor, Early Boy, schau mich mal an. Da, wo das Loch vorher war, schau mich mal wieder an, Early Boy. Da, wo das Loch vorher war, da war überall Uran und alter Sperrmüll. Hä? Das haben wir alles weggemacht jetzt. Early Boy, du kannst jetzt nicht so tun, als wäre es nicht da gewesen. Nee. Early Boy, da bleibt ein Loch. Da bleibt ein Loch, damit du weißt, was wir für dich getan haben. Die Altlasten sind erfolgreich abgetragen worden, ja? Wir haben auch hier nicht viel kaputt gemacht, müssen wir dazu sagen. Wir bauen ja auch alles wieder auf, Leute. Also entspannt euch mal hier, wirklich. Und in 2 Minuten explodiert. Kaddel, bitte. Hör es jetzt auf, Kaddel, ja? Es ist alles gesichert worden. Siehst du? Alles wieder heile. Ne? Kleine Schäden, da muss man natürlich drüber hinwegsehen. Das ist natürlich klar, wenn das Grundbuch an einmal loslegt, Early Boy, das ist schwierig. Ich hab das selber schon durchgehabt, ne? Mhm. Nur, ich bin da ehrlich, Early Boy. Ich bin da wirklich ehrlich, Early. Ja, du kannst von Glück sagen, dass die es hier Profis gemacht haben, nicht irgendwelche halbwissenden Idioten, ne? Das ist jetzt alles wieder super, oder? Ja, ist alles super. Hauptsache, das Uran ist weg. Da haben wir doch, das Urin auch. Und das Urin, Early Boy, wir haben das Urin und das Uran entfernt, wirklich. Oh, ich glaube, wir haben hier noch ein Uran-Problem. Debitor ist gekommen. Ich hab mich schon gewundert, warum es hier so stinkt. Early Boy, wie gesagt, du kannst froh sein, dass die giftigen Dämpfe nicht in dein Gehirn gezogen sind, ne? Die hat nicht komplett dämlich gemacht. Debitor kommt jetzt auch noch ins Haus rein. Das war's, Leute. Schönes Haus. Hast du es selber gemacht? Daumen nach oben, einmal Double Dab. Tschüss, ne? Schaut bei Early Boy vorbei und schreibt ihm ein Herz in die Kommentare.